Ja, moin Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zum heutigen Stream. Heute wieder Dave the Diver. Das haben wir gestern schon gespielt und jetzt dachte ich mir, machen wir heute weiter. Ja. Bei dem Spiel tauchen wir ja wieder mal. Der säuft sich schon ein, obwohl der eigentlich gleich genug zum Trinken hat. Ja, gestern haben wir halt in das Spiel reingeguckt, beziehungsweise beim letzten Mal. Ich spreche da halt auch so auf YouTube-Ebene so ein bisschen, weil da ist schon eine Differenz zwischen den Videos. Ja, und ich dachte mir, komm, machen wir direkt weiter. So, ich müsste jetzt erstmal gucken, was ist überhaupt auf unserer To-Do-Liste? Kann ich mir irgendwie anzeigen lassen, welche ich nur habe? Im Übrigen, bei mir auf Twitch ist heute Affiliate-Jubiläum. Ist ungefähr ein Jahr her, dass ich Affiliate-Status bekommen habe. Okay, wir müssen eigentlich nur dem Signal des Seefox folgen. Ich habe es geschafft, dass ich den Controller jetzt heute nutzen kann. Ich werde auch in Zukunft den nutzen. Der sieht auch aus wie ein Torpedo, der Barsch. Der sieht aber auch teilweise falsch aus. Ja. Und jetzt muss ich erstmal beim Controller in die Steuerung reinkommen. Weil ich kann nicht im Menü nachgucken, was meine Steuerung ist. Er zeigte mir immer die Tastatursteuerung an. Ach, Flipper schon wieder. Was ist denn diesmal, Flipper? Huch, das muss der. Du musst der Delfin von vorhin sein. Warum sieht es so aus, als hätte er es eilig? Ich frage mich, ob da irgendwas nicht stimmt. Apropos, der Amazonas-Delfin ist diesmal gar nicht zu sehen. Ich sollte ihm folgen. Wahrscheinlich schon wieder in einem Netz. Ja, wie gesagt, ich kann meine Steuerung nicht anzeigen lassen. Der zeigt auch mir jetzt gerade nicht, wie ihr sehen könnt. Ich nutze ja so einen PlayStation-Controller eigentlich. Der zeigt mir die andere Steuerung an. Die von Xbox-Controller. Also egal, was ich tue, der zeigt mir nicht meine Steuerung an. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie schieße ich denn überhaupt. Ah, okay. So, hau ich zu. Okay. Wie sprinte ich? Ah, so. Ach nö, Flippy. Flippys Freundin. Welcher Halunke war das? Oh, der Amazonas-Delfin. Piraten müssen ihn verbotenerweise gefangen haben. Ich sollte schnell sein Netz aufschneiden. Ja, mal wieder. Kann ich auch draufschießen? Nein, ich muss es aufschneiden. Wir müssen Delfin retten. Ja. Ich habe zwar viel Luft dabei verloren, aber Delfin gerettet. Ja, jetzt sind sie glücklich. Glücklich und wieder vereint. Ja, mein Freund. Schickst mir wieder ein paar Makrelen. Ciao, Flipper. Oh, Sie haben noch ein Geschenk hinterlassen. Ich hoffe, dass keiner von Ihnen nochmal erwischt wird. Ein großer Goldbarren. Ich hoffe, ich schalte noch frei, was man braucht, damit man endlich Sachen verkaufen kann. Wir müssen jetzt instant einen Luftbehälter finden. Bitte lass hier irgendwo ein Luftbehälter direkt sein. Da ist einer. Boah. So, was haben wir hier drin? Ach, der Axel.
Da ist ein Sauerstoffkanister drin. Ich muss auf jeden Fall Kupferbahnen mir sammeln. Oh, das war die Knarre. Ich wollte ihn eigentlich mit der Harpune fangen. Oh, die kriege ich jetzt mittlerweile auch instant gefangen. Das ist ja nice. Oh, Betäubungshatun-Punspitze. Okay. Ach, jetzt kann meine Harpune betäuben, statt sie so aufzuspießen. Ist ja richtig nice, das hätte ich gerne durchgehend. Oh, da muss ich andere Tasten spammen. Beim Controller. Da muss ich abwechselnd was drücken. Versuche mir noch einen orangenen Seestern zu finden. Bevor ich wieder nach oben gehe. Da ist wieder eine Waffenkiste, die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Eine kleine Netzkanone. Oh, die will ich auf jeden Fall haben. Hochwertige Klasse. Dann werden die nicht verletzt, ne? Brauche ich mir darum keine Sorgen mehr machen. Ich hole mir mal den anderen Scooter hier. Hätte eigentlich das Schiff hier geschrottet. Warte mal, probieren wir das mal aus. Okay, bei ihm klappt das nicht. Ich lass ihn mal extra in Ruhe. Ich lass ihn entkommen. Vielleicht schläft er ein. Nein. Ich hatte die Hoffnung, dass der einpennt. Den Tintenfisch konnte ich in das Netz packen. Ein Sepia war das. Boah, hab ich krass Übergewicht. Und was war im Spiel? Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ein Moment. Das, was nur 1er Bewertung hat, das schmeiße ich mal weg. Schmeiße auch mal ein bisschen Schrott weg. Hier bei den Quallen. Die 1er Bewertung, die werfe ich mal weg. Dann nehme ich den hier noch mit. Oh, guck mal. Da ist der giftigste Fisch der Welt. Komm, du bist doch bestimmt auch was wert. Würde ich gerne mitnehmen. Das müsste ich noch wegschmeißen, damit ich den mitnehmen kann. Das Kupfer brauche ich. Ich kann ich noch wegschmeißen, dann nehme ich den mit. So, rufen wir die Fluchtkapsel und fahren nach Hause, bevor wir ersticken. Die letzte Kanone muss ich Treiber finden. Aber wir haben ordentlich was gefangen. Eigentlich kann ich direkt zurück ins Kühlen lassen, ne? Obwohl, nee, warte. Nee, mir fehlt immer noch der Seestern. Habe ich im, diesem Marinka-Ding, Beschreibung, wo man den findet?
Guck mal, da steht so eine Tiefenanzeige. 0 bis 50 Meter. Zumindest wenn ich das richtig interpretiere. Wo haben wir den? Ach, der orangene Seestern, der ist gar nicht hier in der Liste drin. Ja toll, das macht's schwerer. Auch hier habe ich keine Info. Okay, kann nichts verbessern. Ach, dieses Spiel ist so schön entspannt. Hoffen wir, dass wir die Netzkanone noch ein paar Mal öfter finden. Weil die will ich auf jeden Fall haben. Ich würde mal sagen, ich konzentriere mich auch mehr mal darauf, einmal dem Signal zu folgen. Oh, habe ich Glück? Jetzt Kanone? Schockharpunenspitze. Okay. Kann ich die dann auch einfangen, wenn die gelähmt sind? Nein. Was bringt mir das, die zu lähmen? Gar nichts. Okay, das ist wahrscheinlich nur für den Kampf nützlich. Eine Sauerstoffkapsel nehme ich mit. Ist gut für den Notfall. Wieder so ein Kugelfisch. Und ein Sägezahnhai. Ich verpiss mich mal, ne? Ich habe keine große Lust, eigentlich mich mit dir anzulegen. Nein, da war was Schönes drin. Obwohl, ist ein Golfschläger gewesen. Waffenkiste! Komm! Flammenharpunenspitze. Stufe 3. Kann ich ihn ja direkt von hier aus schon kochen. Nein, ich will ihn nicht darin. Ich will das nicht. Ich will das nicht, sagte ich. Den juckt das Feuer nicht. Und dich würde ich gerne nochmal fangen. Nein, nix beißen. Oh, lecker Haifleisch. Oh, die Moräne, die gönne ich mir. So, dann brauche ich mal ein bisschen Luft. Ich habe zur Not noch zwei Sauerstofftanks. Ich fange jetzt mal gerade nichts. Kann ja sein, dass da unten noch was ist, was ich mitnehmen will. Ich hoffe, dass dort dann auch was ist, dass ich wieder nach oben kann.
Ja, hier ist so ein Notfallding. Die Schockharpunenspitze, die hat mir gerade eben mehr gefallen. Wow, das ist also der Ort. Mal sehen. Das Signal kommt aus dem Inneren. An der Säule befinden sich Schriftzeichen, die ich noch nie gesehen habe. Wenn wir einen Feldzeug hätten, könnten wir den Felshaufen zur Seite bringen und versuchen, hineinzugehen. Ich denke, es wäre am besten, das mit Cobra zu besprechen. Komm erstmal nach oben. Irgendeine Fremdsprache. Ich dachte, ich hätte was gehört. Komm, dann gucke ich gleich noch ein bisschen was mitnehmen. Wir haben ja einen Lufttank hier direkt neben uns. Und auch ansonsten haben wir ja noch zwei Sauerstoffkanister. Da würde ich versuchen, die Tintenfische noch mitzunehmen. Oh, Dr. Bacon. Ich dachte, ich habe einen Ort mit dem Signal des Seevolk-Zivilisation gefunden. Ich kann meinen wissenschaftlichen Durst, es zu überprüfen, nicht zügeln. Ja, das sieht man. Ich bin gerade auf einer wichtigen Tagung. Bitte besprich das zuerst mit Cobra. Ich werde morgen vorbeikommen. Hä? Wie schafft man den Felshaufen beiseite? Man muss natürlich eine Bombe benutzen. Gut, das ist in Ordnung, Unterwasserbomben zu zünden. Hast du nicht von einem Felshaufen irgendwo ganz tief unten gesprochen? Ich bin sicher, das wird schon gehen. Vertrauen wir doch ein wenig auf die Regenerationskraft des Meeres. Er versucht schon wieder, die Dinge zu beschädigen. Aber es gibt ein Problem. Die Lieferschiffe sind in letzter Zeit nicht angekommen. Ich benötige eine Lieferung von einem Bombenexperten, den ich kenne. Anscheinend ist das Schiff vom Radar verschwunden. Ich glaube, es ist gesunken. Wenn ich die Drohne benutzen könnte, die ich bestellt habe, könnten wir die Vorräte bergen. Dave, könntest du uns mehr gehen und Drohnenmaterialien bergen? Drohnenmaterialien? Wie soll ich die mehr finden? Es ist riesig. Wahrscheinlich, dass die Lieferboxen von den Strömungen mitgerissen wurden. Suche einen Ort mit Meerstörungen. Das klingt gefährlich. Wenigstens haben wir was mitgebracht. So, dann bereiten wir mal unser Sushi vor. Wer will meinen Sushi kosten? Ah, guck mal, wir haben eine Bewerberin. Kyoko. Sieh mal an, jemand hat sich auf die Stellenanzeige von Bancho Sushi beworben. Schauen wir mal hinein. Ey, momentan nehme ich jeden. Hauptsache, ich muss nicht mehr alles alleine machen. Oh, ich hätte nicht so schnell mit einer Bewerbung gerechnet. Mal sehen, wie wir hier haben. Das ist ein recht guter Lebenslauf. Wir sollten diese Person sofort einstellen. Ich werde ihr schnell Geld verdienen und dann eine Reise machen. Kannst gut, kannst nicht besonders gut kochen. Der Erwerb ist auch dürftig. Wenn ich die Werte so vergleiche, der Service scheint gut zu sein und der Charme. Ich vergleiche nur die Zahlen. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich gut oder schlecht ist. Alles klar, unser erster Angestellter. Angestelltes Personal muss zugeteilt werden. Ich würde eher Essbereich sagen. Füge sie dann der Küche hinzu, wenn du Gerichte schneller zubereiten willst. Oder dem Essbereich, damit Gerichte schneller serviert werden. Was unsere Neueinstellung betrifft, eine Zustellung zum Essbereich wäre am sinnvollsten. Ich glaube, das wird fürs Erste ausreichen, um weiterzumachen. Ich muss es wohl nicht extra erwähnen, aber wenn mehr und mehr Gäste kommen, wird es ohne zusätzliche Personal schwierig werden. Neben der Neuerstellung vom Personal musst du auch das Training des Personals bedenken. Das wäre erst einmal alles. Guck mal, da steht die Frau jetzt. Ich würde trotzdem gerne nochmal eine Werbung rausmachen. Machen wir mal eine TV-Werbung. Vielleicht bringt das ja bessere Leute. Jetzt müssen wir unsere Menüs zusammenstellen, wieder mal. Nee, die ver... Obwohl... Ja komm, ich veredel die, aber pack die nicht auf die Liste. Diese Intermission, die liebe ich.
Ich liebe diese Animation. So richtig überdramatisch. Er wurde zum Samurai und hat den Fisch erlegt. So, dich veredeln wir, glaube ich, auch sofort. Du machst offenbar zumindest die Kunden happy. Na dann, eröffnen wir das Sushi und ich hoffe, dass ihr unter meinen Kunden seid. Du musst den ganzen Job schmeißen, weil ich bin unfähig. So, arbeitet die selbstständig oder wie funktioniert das? Ah, die bringt die Gerichte selbstständig hin. Ich muss die Tasten, wie gesagt, erstmal finden. Ich war nicht schnell genug, ich habe nicht gesehen, dass der Tee will. Guck mal, die ist viel schneller beim Servieren als ich. Kann ich jetzt AFK hier stehen? Die ist halt schneller, als ich laufen könnte. Wesentlich schneller. Die macht das schon. Ich lass dich das machen, du bist eh schneller als ich. Außer es steht direkt hier vorne. Da kann ich das auch machen. Ah, ein Angestellter ist richtig angenehm. Ich komme! Bring das Ding da vorne! Ich hab doch dein Essen! Oh, so viel Cash! Einen Moment, Leute, bevor ich weitermache, drehe ich mal den Ventilator in meine Richtung, wie es warm. Oh, Ellie ruft uns an. Hey, du hast doch wohl nicht das Tauchen aufgegeben, oder? Was ist es diesmal? Ich recherchiere für eine wichtige Publikation und könnte etwas Hilfe gebrauchen. Sorgen wir drei blaue Muscheln und drei braune Muscheln. Okay, okay. Solltest du so etwas nicht selbst in die Hand nehmen? Willst du mich verarschen? Eine Publikation zu schreiben erfordert eine Menge Recherche und Nachforschungen. Was du tust, ist nur ein winziger Teil des Ganzen. Also lass es dir nicht so Kopf steigen. Und jetzt beeil dich. Ich habe nicht mehr viel Zeit bis zur Deadline. Du bist wirklich unmöglich. Aber da du sagst, es sei für eine Publikation, waren es blaue Muscheln und braune Muscheln. Die Frau, die mag mich einfach nicht. Ich habe vergessen, dir etwas zu sagen. Was für ein Feuerchen. Wenn du mehr Mitarbeiter einschätzt und mehr Zutaten kaufst, musst du dich um viele Dinge auf einmal kümmern. Deshalb habe ich beschlossen, dir eine Verwaltungs-App zu geben, die auf deinem Smartphone funktioniert. Mit dir kannst du jederzeit den aktuellen Stand von Banjo Sushi überprüfen. Du kannst Status deines Restaurants ohne hinzugehen überprüfen. Das klingt praktisch. Ich habe die App bereits verlinkt. Warum überprüfst du sie nicht auf deinem Smartphone? Ich bin sicher, dass Banjo Sushi weiter wachsen und erfolgreich sein wird. Okay. Sieht lecker aus. Du hast irgendwie das Falsche im Fokus, mein Freund. Einfach alles liken. Das kann nicht falsch sein.
Okay. Wir wissen, was wir zu tun haben. Nämlich ab ins Wasser. Mal wieder hoffen, dass wir irgendwo einen orangenen Seestern finden. Und auch noch ein paar Muscheln nebenbei sabbeln. Verdammt, ich hätte vielleicht meinen Anzug verbessern sollen. Oh, guck mal, da ist direkt der Seestern. Den habe ich gerade eben so ewig lang gesucht. Jetzt habe ich ihn. So ein schlechter Witz. Ich habe ihn gerade eben wirklich durchgehend gesucht und nicht gefunden. Und jetzt liegt er einfach direkt vor meiner Nase. Ich will mal wieder Richtung oben. Ich muss mein tiefen Ding auf jeden Fall mal upgraden. Da sind Strömungen. Vielleicht haben wir hier Glück. Ja, da liegt doch was. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay, die Kameralinse habe ich. Hier sind echt viele von diesen Fischis, die mich nicht leiden können. Was ist denn das für eine verbesserte Harpunenspitze? Bonusschaden. Ich weiß, dass du zuerst dich eingeigelt hast. So, irgendwo hier ist der Computerchip noch. Da ist Luft, falls ich sie brauche. Merke ich mir mal. Ich denke mal, wenn da oben... Ja, da ist das. Verdammt, ich muss nochmal hinschwimmen. So, jetzt kann ich da ruhig abhauen. Hm, so schnell? Das war schwieriger, als ich dachte. Die sind nicht leicht zu finden. Ja, das ist nicht schlecht. Also dann, wenn ich die Lieferung an Echo Watcher abschließe. Tada! Forschungsstufe erreicht. Echo Watcher? Ach, du kennst sie nicht. Echo Watcher ist eine App, die sich für den Schutz der Umwelt einsetzt. Du erhältst in der App Punkte für das Abschließen von Aufträgen und Belohnungen für das Erreichen bestimmter Stufen. Das war also alles für Punkte in der App und nicht für eine Publikation? Nun ja. Man könnte sagen, dass es im Grunde dasselbe ist. Probier es doch auch mal aus, wenn es dich interessiert. Bis dann. Ja, eine neue App wahrscheinlich jetzt. Verwende die Echo Watcher App, um verschiedene Umweltaufträgen nachzugehen. Sammle Punkte, um verschiedene Belohnungen zu erhalten. Gut, damit sollten wir eine Drohne entsenden können. Sehe ich ganz schnell ich. Oh ja, die Werkstatt und haben mich ein bisschen durch die Mangel genommen. Verstehe. Es wird ein bisschen dauern, bis die Drohne repariert ist und eingesetzt werden kann. Bitte warte eine Weile. Sollte bis morgen früh erledigt sein. Bis dahin kannst du ja deinen Geschäften nachgehen. Apropos Geschäfte. Ja, wir haben halt die dicken Fische jetzt nach Hause gebracht. Echo Watcher und wo war die andere App? Da, die Verwaltung. Ach, das ist einfach nur, damit ich so ein bisschen drüber gucken kann. Ich kann von hier aus auch nicht veredeln. Okay. Vom Prinzip her eine nutzlose App. So, endlich.
Es ist soweit. Ich kann mir mein Schlafgewehr herstellen. Und wieder eine epische Sequenz erleben. Mit diesen Sequenzen einfach. Ja, sofort ausrüsten. Die will ich auf jeden Fall haben. Aber soweit ich kann, würde ich die Netzkanone nehmen. Normale Fische sind nach 8 Sekunden betäubt. Das kann auch 7 Fische auf einmal fangen. So, Eidiver. Wir machen auf jeden Fall mal die Maximaltiefe um 1 höher. Ich mach mal die Frachtkiste größer. Und auch die Luft ein bisschen größer. Mit der Harpune warte ich noch ein bisschen. So, Echo Watcher. Okay. Hier, nimm mal. Forschungspunkte. Dann kriege ich ein Gesundheitsarmband. Okay. Da muss ich mir dann aber selbstständig merken, was ich mitnehmen will, ne? Na, guck mal, die wollen auch diese Knochen haben. Wusste ich ja nicht, was ich mit anfangen soll. Also, ich habe gehört, ab ins kühle Nass zurück. Ich denke mal, die Seile werde ich brauchen für das Netzgewehr. Wenn ich es mir herstellen will. Oh, Spielzeughammer des Schlafs. Der gibt ein lustiges Geräusch. Kommt mal her, ich will einen von euch treffen. Ich brauche die rosa an den Muscheln. Das habe ich mir gemerkt. Ach, schon wieder eine verbesserte Harpunenspitze. Komm, schlaf ein. Schlaf eine Runde. Er schläft. Aber wenn ich Stufe 13, dann kriege ich auch ein Item von denen. Aua. Schlaf doch. Okay, den Spielzeughaber, den mag ich. Naja, zumindest haben wir ein bisschen was mitgebracht. Oh, guck mal, wir haben ein paar, die mitarbeiten wollen. Oh, guck mal, der Raul da oben, der ist ja richtig gut. Den stelle ich auf jeden Fall ein. Ich glaube, die anderen beiden würde ich einfach in die Küche stellen. Haben wir auf jeden Fall einen richtig guten Bewerber. Der ist eingestellt. Keine Frage. Oh. Der kostet mich aber auch irre viel. Den kann ich momentan nicht einstellen. Aber bleiben die auf der Bewerberliste oder heißt es irgendwann, die sind weg? Wenn ich auch warten kann, dann wäre das gut. Die verbessere ich noch einmal. Oh, eine neue Sequenz. So, den roten Feuerfisch, den verbessere ich so oder so. Nur abends geöffnet, aber so spät abends bin ich zu erschöpft. Bist nicht erschöpft. Nicht, wenn ich dir das sage. Soweit kommt es noch. Ich überlege gerade, ob ich den einfach veredel erstmal.
Wenn ich es sagen gehe, ob ich mich frage, tue ich es einfach. Ich muss mal richtig viel von denen sammeln. Die kann man ja standardmäßig richtig gut verkaufen. Die wiegen auch nichts, wenn ich sie mitnehme. Okay, dann packe ich noch einen Sepia auf den Tisch. Und dann packe ich noch die restlichen Quallen auf den Tisch. Das sollte passen. Na dann, eröffnen wir unseren Laden für heute. Okay, den Tee, den serviert die nicht ein. Alles andere kann sie ja machen. Sie ist wesentlich besser als ich. Ich renne nur bei Bedarf. Wie gesagt, die ist wesentlich schneller als ich. Wie zum Beispiel hier, wo das E direkt daneben ist. So, lauf mal, Frau. Du bist 10-mal schneller als ich. Selbst wenn ich sprinte, bist du schneller. Ich fülle einfach nur das Wasabi auf. Und mach mal da hinten sauber. Das ist einfach wunderschön. Wir kriegen nie alles verkauft. Ich sollte vielleicht von allen maximal nur 3 auf den Tisch packen. Na, schade, nicht genügend, dass wir uns diesen Mega-Mitarbeiter kaufen können. Guck mal, der Doc schon wieder. Guten Morgen. Nein, da konnte ich gestern wegen des Symposiums nicht vorbeikommen. Hast du mit Cobra gesprochen? Oh, da fällt mir ein, ich habe Materialien beschafft. Der Cobra mir gesagt hat, dass er gestern eine Drohne repariert hat. Oh, ein bisschen spät dran, was? Dank dir habe ich die Drohne gut reparieren können. Ich habe auch ein paar Vorräte besorgt. Hier sind die Bomben, die du haben wolltest. Außerdem... Oh, danke, Mr. Dr. Bacon. Wenn diese hier genügt. In Ordnung, kehren wir zu dem Felshaufen zurück. Warte! Ich bin noch nicht fertig. Ich fange heute an. Der Cobra-Laden ist offiziell eröffnet. Hm? Was ist das? Die Lieferungen wurden unterbrochen. Aber mit einer funktionierenden Drohne kann ich 3 Arten von Objekten an einem Tag transportieren. Ich mich an und wähle den Cobra-Laden aus. Meine Liste zu sehen, die sich jeden Tag ändert. Ich kaufe auch ein paar Sachen auf, die du nicht brauchst. Schau dir auch den Reiter verkaufen an. Ich kann Sachen nicht verkaufen. Ich habe so ein Gefühl, dass du hohe Preise verlangen wirst. Aber es ist schön, sich vorbereiten zu können. Ich verlange keine hohen Preise, nur weil ich das einzige Geschäft hier habe. Also hab keine Angst, öfter vorbeizuschauen. Ich habe das Gefühl, dass dir gerade dein Geschäftstag herausgerutscht ist. Jedenfalls ist es an der Zeit, zum Felshaufen zurückzukehren, wo das Signal des Seefracks entdeckt wurde. Ja, da kann ich Objekte verkaufen. Ich kann die nur einen Tag lang verwenden. Ah, nur für den Fall, dass es im Inneren etwas gibt, das es sich zu dokumentieren lohnt. Wie wäre es, wenn du diese Unterwasserkamera mitnimmst? Eine Kamera? Ja, für die Forschung wird es von Bedeutung sein, wichtige Daten mit Fotos zu erfassen. Nimm die Kamera mit und ich gebe Bescheid, wenn ich den geeigneten Ort gefunden habe, um sie einzusetzen. Wie nutze ich die? Ist wahrscheinlich einfach Screenshot, oder? Ich wollte eigentlich, ich will zum Laden.
Ah, da kann ich mir so ein paar Sachen zum Unterwegsteil nutzen mitnehmen. Wie zum Beispiel einen Sauerstoffkanister. Oh, ich kann diese dummen Schüsse endlich loswerden. Jetzt können wir uns den Typen leisten. Und ich kann dieses unnütze Gewehr, was ich aus Versehen hergestellt habe, verkaufen. Ich würde sagen, einmal kurz im Sushi-Restaurant zurück, bevor ich irgendwas Falsches mache. Wir stellen diesen einen Typen jetzt erstmal hin. Du bist eingestellt, Junge. Ich glaube, die anderen beiden stelle ich auch schon mal ein. Dann habe ich noch zwei Leute. Ich überlege gerade. Ich würde sagen... Ach, ich kann dich ja auch trainieren, ne? Ach, guck mal, die ist dann auch wesentlich besser. So, sie genießt ein Training. Dann bleibt sie vorne und der andere geht in die Küche. Der Ultra-Typ. Na, Raoul? Hm, machst du Sport? Alle Energie kommt aus den Muskeln. Wir haben es geöffnet. Ja, da bist du erschöpft, ich weiß. Weißt du, wer der Mitarbeiter des Monats ist? Unsere Katze. Momo, weil sie starrt mich an. Ich finde es eigentlich keine schlechte Idee, direkt von Anfang an so einen Teil dabei zu haben. Ich kaufe mir einfach direkt alles. Oder auch nicht. Ich dachte, das wäre generelle Erweiterung. Das stimmt ja. Eco-Watcher? Okay. Irre viel zu sammeln. Verbesserungsbausatz. Das ist die Level 2. Ah, jetzt sind sie nach 7 Sekunden betäubt. Komm, schlaf ein. Ja. Du auch. Komm, komm, du willst es? Ja. Ach, nochmal eine Verbesserung. Bleiben die dann auch verbessert oder, geht die Verbesserung weg. Vor allen Dingen dadurch wird auch meine Munition aufgefüllt. Ist richtig gut. Es dauert ja ein bisschen, bis die einschlafen. Aua. Seetrauben. Ich gebe jetzt mal extra Stoff, weil da oben ist eh ein Sauerstoffteil. Das kann ich ja direkt nutzen. Oh, ein rotes Scharfschützengewehr. Aufsammeln. Macht 32 Schaden. Das, was eh nichts wiegt, nehme ich auf jeden Fall mit. Bombenfalle mit Sensor. Komm, Mr. Anglerfisch, ich will dich haben. Hallo, ich habe das gespammt. So, dann mal auf mit der Wand. Wir sind da. Versuche eine der Bomben, die Cobra dir gegeben hat, auf dem Felshaus und anzubringen. Okay.
Alles in Ordnung. Ist nicht ganz leicht, das über Funk mitzubekommen, weißt du? Wir können nicht zulassen, dass du in 1000 Stücke gerissen wirst und dich in Heilkost verwandelst. Ist überhaupt nicht furchterflößend, so etwas mit einer der nonchalanten Stimme zu äußern. Nonchalant? Gut, jetzt bringen ein wenig Abstand zwischen dich und die Bombe. So, das sollte genügen. Und los geht's! Kabum! Schön, jetzt ist der Weg frei. Von drinnen dringt ein schwaches Licht. Geh hinein. Und was ist, wenn da ein Monster oder etwas in der Art da drin auf mich wartet? Das wäre auch eine unglaubliche, börsenschaftliche Entdeckung. Okay, schön, dass du dich dann freuen würdest. Wenn da was ist, was mich umbringen will, dann spreng ich es mit diesem komischen Sensor an der Bombe. Volk Aufzeichnungsraum. Wow, dieser Ort ist wow! Scheint eine Art Aufzeichnungsraum des Seevolks zu sein. Mein gutes Bauchgefühl lag richtig. Es gab definitiv eine Seevolkszivilisation in dieser Region. Sieh dir das Wandbedeuten an. Kein Mensch hätte das derart tief unter Wasser malen können. Vielleicht stammen diese Zeichnungen von einer alten Zivilisation, die aufgrund von seismischen Aktivitäten untergegangen ist? Das ist ein gutes Argument, aber diese Art von Malerei und Architektur ist nirgends auf der Oberfläche zu finden. Bitte untersuche zuerst diesen Ort. Ich bin sicher, dass du eine Vielzahl interessanter Hinweise finden wirst. Kann es sein, dass meine Luftleiste gerade nicht runtergeht? Das kann keine natürliche Säule sein. Es sind mysteriöse Zeichen darin eingraviert. Ich verliere echt keinen Sauerstoff. Dieses Wandbild zeigt eine Art Krieger oder König. Er sieht mächtig aus. Dein Unterkörper ist von Schuppen bedeckt. Ist das wirklich ein Wandbild des Seevolks? Okay. Dass ich hier generell keine Luft verliere, ist eher das Interessante. Kann ich das da, was da liegt, mitnehmen? Nee. Ein Gemälde, das Delfine und Meerespflanzen zeigt. Anscheinend konnte das Seevolk nicht nur schreiben, sondern auch malen. So, das sollte genug sein. Ich würde gerne ein bisschen weiter forschen. Also mach bitte ein Foto mit der Kamera, die ich dir gegeben habe. Wie tue ich das? Neuer Inhalt, Kamera. Ein Kamerasymbol zeigt dir an, dass du Fotos machen kannst. Sieh dir oben links das Ziel an. Verwende A, um den Fokus einzustellen und nimm deine Hand weg, um ein Bild zu machen. Achte darauf, dass der Timing mit dem grünen Anzeigen übereinstimmt. Perfekt. Ich sehe dort etwas auf dem Boden. Oh, es könnte ein weiteres Artefakt des Seevolks sein. Bring es mir. Schon auf dem Weg, Doc. Schon auf dem Weg. Warum habe ich das Gefühl, dass mich hier gleich irgendwas umbringen will? Das ist das Geräusch von vorhin. Ein Aufzeichnungsraum voller Symbole des Seevolks. Das könnten sie aufgeschrieben haben. Und noch wichtiger ist, hast du nicht auch etwas gehört? Was meinst du? Über Funk habe ich nichts gehört. Kehr fürs Erste zum Boot zurück. Okay. Ist gebongt. Habe ich überhaupt keine Einwände gegen. Aber interessant, dass ich hier keine Luft verliere. Selbst wenn ich sprinte. Das ist sehr interessant. Okay. Wollen wir das Scharfschützengewehr noch ausprobieren? Ich werde es wahrscheinlich eh nicht sofort basteln können. Ich würde auch gerne die Bomben einmal ausprobieren. Ich brauche nur irgendein Opfer dafür. Boah, sogar mit dem Visier.
Ist das durchschlagend? Das ist durchschlagend. Okay, um so einzeln zu sammeln, ist das echt geil. Ich würde gerne jetzt noch das andere hier ausprobieren. Die Bomben. Geht das auf jeden Fisch? Kommt, schwimmt mal da rein. Kommt, tut mir den Gefallen. Okay, die Bombe, die ist krass. Alter, hab ich viel mitgenommen. Na, guck mal, da ist wieder unser Dr. Bacon. Der mich jedes Mal hungrig macht. Hm, ein Artefakt des Seevolks. Hm, interessant. Nun ja, ich bin froh, dass es dir gefällt. Ich muss dieses Artefakt an das Wandbild in meinem Labor weiter analysieren. Ich melde mich mal wieder. Ich muss ja auch irgendwie seine Freude verdeutlichen. Wer seid ihr denn? Hey, hey du da! Ich habe eine Explosion im Meer gehört. Weißt du, was da los ist? Oh, was das angeht, Wir gehören zum Meeresblau. Wir sind eine Organisation, die Menschen ausspürt, die dieses schöne Meer verschmutzen und sie anzeigt. Manchmal übe ich Selbstgerechtigkeit für diejenigen, die besonders böse Taten begehen. Ich habe Berichte über jemanden erhalten, der ihn dagegen sinnlos die Umwelt zerstört hat. Ich weiß nicht, ob du es warst, aber du solltest dir dessen bewusst sein. Wer dem großen Meer Schaden zufügt, bekommt es mit Meeresblau zu tun. Und mit mir, John Watson. Also dann, sei dem Meer auf immer dankbar und verliere nie die Liebe dafür. Ich werde jetzt gehen, vorerst. Wir beobachten dich. Okay. Das war ein gruseliger Typ. Kommen wir damit klar? Meeresblau. Diese Gruppe ist berüchtigt. Unter dem Vorwand des Umweltschutzes begehen sie Gewalttaten. Meist betrifft es vor allem große Konzerne mit ihren Fischereibetrieben, die der Umwelt am meisten schaden und nicht die kleinen Fischereien. Allerdings kriegen die Konzerne nichts von ihnen ab. Ich wünsche, sie lassen sich bestechen oder so etwas Geschmackloses wie das. Der Typ sah nach Ärger aus. Es würde nichts bringen, auf ihrem Radar zu sein. Sei vorsichtig. Das sagt sich so leicht. Dafür muss ich auch dreimal irgendwas sammeln. Ich sollte ab sofort immer zuerst gucken, ob ich bei EcoWatcher was abgeben kann. Weil ich kriege ja Belohnungen. Level up! Öko-Gesundheitsarmband. Ich kann mir aussuchen, was ich denen gebe, dann gebe ich ihm die Algen. Ah, da will er aber beides haben. Ich gebe ihm schon mal den Schädel. So, kann ich das jetzt ausrüsten? Ein Gesundheitsarmband mit dem EcoWatcher-Logo. Hergestellt aus umweltfreundlichem Material. Verringert der erlittenen an Schaden um 10%. Ja, das ist ein Ausrüstungsgegenstand. Ich hatte jetzt gehofft, dass die dauerhaft auf Stufe 3 ist. Schiele verkaufen bringt mir nicht sonderlich viel, ne? Das Ding bleibt auf dem alten Level. Vielleicht ist das hier eine App, womit man die Sachen verbessern kann. Oder das hier. Weiß ich ja jetzt zu dem Zeitpunkt nicht. Verbessern kann ich, was meine Ausrüstung angeht, so oder so nichts.
Das billigste ist 500. Schade, dass die Erweiterung nicht für immer bleibt. Ich kann ja auch mal auf die kleinen Fische damit schießen. Dann kann ich auch mal von denen dreier Versionen. Dich kriege ich jetzt sowieso. Munition ist ja auch nicht das Problem, das findet man ja fast jeden halben Meter. Da liegt schon wieder Munition. Ach, die Lungenquallen. Nee. Stufe 1. Lass mal. Bringt die mir ja gar nichts. Oh, Olivenöl. Wen darf ich damit eintreiben? Wer will? Oh, das war ein neuer Fisch. Ich dachte, den hätte ich schon mal gehabt. Ich stelle mich einfach durchgehend darauf ein, dass ich Button smashen muss. Den Fisch da, den hatte ich noch nicht. Komm her, Fischi Fisch. Der wehrt sich. So ein Clown-Anglerfisch. Komm bitte. Ach, gib mir noch wenigstens irgendwas. Und wieder ein Schädel. Komm, ich versuch's. Gleich schläft er. Oder auch nicht. Au. Das war jetzt überhaupt nicht hilfreich. Ich habe gesehen, dass da unten Sauerstoff ist. Aua. Ich brauche den. Deine lange Schnauze ist richtig gemein. Ich hab ihn! Langnasensägehai. Ach komm, schmeiß mir ein bisschen was weg. Was ein bisschen was wiegt. Wir brauchen den doch nicht dringend, oder? Schmeiß noch einen von denen weg. Dann passt das. Mal gucken. Gleich ist hier links noch eine Waffenkiste. Ich habe gesehen, dass da rechts Weg nach oben ist. Da ist nix. Okay, ab nach Hause. Oh, wer ist das denn? Ein VIP ist erschienen. Vincent Gourmet. Hallo zusammen. Hier ist Yui von der Fernsehsendung Die besten Köche. Heute bin ich in der Sushi Bar direkt an der Küste, die auf Kuxa gerade in aller Munde ist. Und zwar im Bancho Sushi. Diese Sushi Bar ist berühmt für ihre ausgefallenen Sushi-Gerichte.
Und bei uns ist heute Sushi-Experte Vincent Yamaoka. Vincent Yamaoka, genau. Hallo Vincent, was ist eigentlich Sushi? Sushi ist eigentlich ein recht einfaches Gericht. Es besteht nur aus Reis, Essig, Wasabi und Fisch. Alles hängt von diesen Zutaten ab. Allerdings bedeutet einfach nicht einfach zubereiten. Also, es kommt auf die Qualität der Zutaten an, wie sie aufbewahrt werden und gereift sind. Wie der Fisch geschnitten und der Reis gekocht und geformt wurde. Gutes Sushi zuzubereiten ist eine wahre Kunstform. Ja! Ich verstehe. Was denkst du über das aufgefallene Sushi, für das Banjo Sushi bekannt geworden ist? Die Zutaten für Sushi sind längst etabliert. Da wäre der Thunfisch der König der Fische und von ihm und vor allem das Bauchfleisch. Dann die japanische Flunder und die Gelbschwanzmakrele mit weißem und rotem Fleisch. Alles altbewährte Zutaten. Verstehst du? Dass man es trotzdem wagt, von diesen seit der Edo-Zeit üblichen Zutaten abzuweichen. Zeigt eine gewisse Respektlosigkeit, auch wenn es vielleicht gut schmecken mag. Du hast einmal die California Roll und als Möchtegern Sushi bezeichnet. Daher sind wir jetzt besonders gespannt, was deine Meinung zu Banjo Sushi ist. Also gut, beginnen wir doch mit dem Star der heutigen Show. Dies ist Banjo, der Eigentümer. Das kommt alles so plötzlich. Also ich bin Ban. Er ist ein bisschen Wodka. Das kann nur bedeuten, dass er durch seine Kochkunst spricht. Von der Sushi-Bar gibt es eine grandiose Aussicht auf das riesige blaue Loch. Und der Koch scheint ein Meister seines Fachs zu sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Essen hier schmeckt. Vincent, was nimmst du? Je mehr Wert ein Restaurant auf Äußerlichkeiten legt, umso weniger interessieren mich seine Gerichte. Du da, Banjo, oder? So heißt du doch. Lass mich ja sehen, was du so zu bieten hast. Mal sehen. Bring mir etwas, das mich überrascht. Wow, Vincent. Vorher und heute wohl sein Glück heraus. Er hat gerade dem Koch die Entscheidung überlassen. Ich kann dir nicht einfach sitzen und deinen Vorurteilen zuhören. Gib mir 2 Tage. Ich werde dich bestimmt schockieren. Ein Duell zwischen einem traditionsbewussten Gourmet und einem experimentellen Koch. Das wird noch spannend. In der nächsten Folge werden wir live auf Sendung sein. Nicht vergessen, schalte wieder ein bei Die besten Köche. Muss ich irgendwas Spezielles kaufen? Kochen? Was denkst du? Was wirst du jetzt machen? Ey, Mann, läuft nicht einfach vor einer Herausforderung davon. Ich habe schon eine Idee. Kannst du mir helfen, die Zutaten zu besorgen? Ich brauche Meertraube und gepunktete Wurzelmundqualle. Beide findet man in der Kalksteinhöhle in ungefähr 100 Meter Tiefe. Übrigens muss man die gepunktete Wurzelmundqualle lebend fangen. Du brauchst also eine Betäubungskanone oder eine Netzkanone. Aus denen willst du Sushi zubereiten? Naja, okay, eine Kalksteinhöhle. Ja, ich werde sie finden. Ich glaube, ich habe das sogar schon. Euer Inhalt Wips. Manchmal bestellt ein Wipgast ein Gericht, das nicht auf der Speisekarte steht. Schaffe die Zutaten bis zum angegebenen Zeitpunkt. Okay. Kann nichts erforschen. Erstmal bei Eco-Watcher gucken. Die Muscheln kann ich abgeben. Die Spiegeleiquallen. Ich muss mal mehr von diesen Knochen finden. So, was will das Menü denn heute? Auf jeden Fall nicht das. Das ist zu billig. Aber diese Sequenz. Guckt sie euch an. Es ist so schön. Das heilige Sushi. Ich pack mich ja für die Sequenz immer aus dem Bild. Ich überlege gerade, was ich als letztes auf die Liste setze. Ich glaube, ich setze die Spiegeleiquallen als letztes auf die Liste. So, meint ihr, das ist ein gutes Angebot, Leute? Ich glaube, das ist ein gutes Angebot. Verbessere jetzt deine Bewertung, guckst du? Achso, ich kann einen Rangaufstieg machen. Unser Cockstar-Rating ist gestiegen. Oh, was haben wir denn hier?
So, neue Rezepte sind verfügbar. Wir haben einen neuen Speisenplatz. Einen neuen Kochplatz. Und das Wasabi-Limit wurde erhöht. Wir brauchen 100 Follower für das nächste. Erstmal Personal. Wir können jemanden neuen hier hinstellen. Ich überlege gerade, wen von den beiden. Warte mal. Kann ich dich trainieren? Kann ich nicht. Die Forschung möge beginnen. Und diesmal baue ich keinen Mist. Ich liebe diese Sequenzen. Okay. Auch erforscht. Na, wie geht's? Keine Sorge, haha, ich werde diesen Laden retten. Du hast Selbstvertrauen. So, wir können noch was auf die Speisekarte setzen, ne? Würde ich jetzt aber nicht allzu viel auf diese Karte setzen, weil am Ende kriegen wir nicht alles verkauft. Na dann, jetzt können wir öffnen. Wir haben jetzt noch einen, der beim Austeilen hilft. Ich bediene erstmal die da hinten. Bedienen können ja meine beiden Mitarbeiterinnen. Die sind schon gut genug. Die wissen, was sie tun. Ich muss Wasabi auffüllen. Die machen das schon. Ich muss da hinten bedienen. Putzen und das andere hier muss ich halt selber machen. Und natürlich Wasabi. Putzen, Tee und Wasabi. Das ist mein Job. Ich fülle Wasabi auf und dann gehe ich nach da hinten. Oh, guck mal, wir haben nur noch die Heidinger auf der Liste. Der Typ ist richtig guter Mitarbeiter. Der ist einfach nur der beste Mann. Der rockt den Laden. Alter, so viel Cash. Wer seid ihr denn? Da passiert was. Ich glaube, ich sollte da vielleicht hin. Ich sehe einen riesigen Oktopusarm und will dahin. Meine erste Reaktion. Wir werden heute aber keinen weiteren Taufgang mehr machen. Dave! Ja, Dr. Bacon? Dave! Ja? Willst du die gute oder die schlechte Nachricht hören? Die gute Nachricht. Du bist der positive Typ. Ich habe die Armband untersucht, die du mir gestern gebracht hast. Sie gehörte, wie ich es vermutet habe, zu dem Seevolk. Wow, es ist also ein altes Artefakt. Die Armband scheint mir ein geheimnisvolle Macht durchtränkt zu sein. Hier, du kannst das tragen. Was? Ich? Ich meine, ich denke, aber warum? Haha, wer weiß, vielleicht liegt hier ein furchterregender Seevolkfluch drauf. Nun, wie dem auch sei, probieren wir sie erstmal an. Armband des Seevolks.
Ah, das lässt mich ein bisschen länger leben, wenn ich keinen Sauerstoff mehr habe. Wow, ich spüre eine Art neue Kraft in mir. Schön zu hören, dass nichts Schlimmes passiert ist. In deiner Towerkiste findest du weitere Informationen zu dem Amulett, das du trägst. Oh, und ich habe noch mehr großartige Neuigkeiten. Ich habe die Artefakte und Untersuchungsdaten analysiert. Ich war in der Lage, ein sehr starkes Signal in diesen Meerestiefen auszumachen. Es war der richtige Ort. Die Objekte sind nicht einfach hierher getrieben. Ich habe das Gefühl, es ist dieses riesige blaue Loch, das plötzlich aufgetaucht ist, als Verbindung zu einer Seevolksstätte dient. Eine äußerst glückliche Gelegenheit. Das klingt bloß so noch, als müsste ich wieder mein Leben riskieren. Und was sind die schlechten Nachrichten? Um in die Tiefe zu gelangen, benötigst du eine Tiefseestirnlampe. Die Lieferungen sind aus irgendeinem Grund unterbrochen worden, also ist es unmöglich, eine zu beschaffen. Vielleicht besitzt Duff eine. Er hat ja alle möglichen Sachen. Das stimmt. Versuch doch mal, Duff zu kontaktieren. Ja, das mache ich aber nicht mehr heute. Falls ich nicht dazu gezwungen werde. Ja, das mit den Amuletten habe ich schon vorher gereiht. Oh, diesmal kann ich einen Langstrecken-Unterwasser-Scooter mitnehmen. Gekauft und gekauft. Das wird verkauft. Glaube ich, dass Kupfer nichts wert ist. So, ich will nochmal zurück. Ich will zum Sushi-Laden. Oh, die will was. Ah, die serviert dann auch die Getränke, wenn ich sie jetzt verbessere. So, dich würde ich auch gerne trainieren. Dann bist du nämlich wesentlich nützlicher. Bist dann sogar besser als die andere. Oder? Nee. So, und unseren Mega-Typen. Den trainiere ich auch direkt. Was kriegt er denn als nächstes? Oh, das klingt sehr nützlich. Ich will die alle auf Stufe 3 haben erstmal. Charisma wird dauerhaft erhöht. Okay, jetzt haben wir hier drei Leute, die richtig gut sind. Ich trainiere dich auch noch einmal. Dass ich jemanden habe, vor allem wir auf den Goldrang kommen. Räumt den unordentlichen Sitz auf. Oder ich hätte jemanden, der mir beim Reinigen hilft. Ich gucke einfach, wer dann den Kochwert am höchsten hat. Den setze ich dann hier hin. Wo ich würde dann wahrscheinlich Davina da hinsetzen. Wenn ich so ganz drüber nachdenke. So, guckst da. Guck mal, er lernt langsam, wie man Fotos macht. Ja, das schreit nach Sushi, da hast du recht. So, wie gesagt, das will ich heute nicht anrufen. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich will jetzt hier für heute Schluss machen. Ja, ich muss sowieso vorher erstmal anrufen. Wir haben einen VIP am nächsten Tag. Ich würde sagen, wir haben heute genug geschafft. Wir machen jetzt, wie gesagt, hier für heute Schluss. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like auf YouTube da. Ein Follow auf Twitch. Beides ist gegenseitig in Beschreibung verlinkt. Und ich würde dann an der Stelle mich dann von YouTube als erstes verabschieden. Ciao und einen schönen Tag euch noch.